Wandern und Dialekt lernen? Geht das? Ja, sicher! In Österreich könnt ihr auch auf Wanderungen Dialekt finden und lernen. Wir zeigen euch jetzt 3 Beispiele, die wir diesen Sommer auf unseren Wanderungen gesehen oder in Zeitschriften der Wanderorte gelesen haben. Los geht's! Grüß euch! Wir sind Natti und Verena aus Salzburg. Bei uns dreht sich alles um das Deutsch und das Leben in Österreich. Wir begleiten euch auf eurem Weg vom ersten Kontakt mit dem Dialekt bis hin zum Moment, wo Gespräche verstehen, kein Problem mehr ist. Beispiel Nummer 1. Mai ist es schön. Dieses Foto haben wir bei unserer Wanderung auf den Traunstein gemacht. Der Traunstein ist ein Berg im Salzkammergut im Bundesland Oberösterreich. Auf ein bisschen über 1000 Höhenmeter ist auf einem Baum ein Schild angebracht mit der Aufschrift Mai ist es schön. Hier ist zwar Dialekt enthalten, aber wir können den Satz schon sehr gut verstehen. Er meint, ach ist das schön. Und wir können nur zustimmen, denn die Aussicht war wirklich sehr schön. Oder was meint ihr? Aber kommen wir zurück zum Dialekt und zum Satz. Mai ist sehr typisch bei uns und meint sehr oft ach. Es kann in Kombination mit anderen Wörtern aber auch andere Dinge bedeuten. Hier können wir es aber einfach mit ach übersetzen. Dann kommt is. Und das ist die verkürzte Form von ist. Wenn ihr unsere Videos schon länger schaut, dann wisst ihr bereits, dass wir im Dialekt sehr oft und sehr viel verkürzen. Merkt euch das, denn im letzten Beispiel sehen wir das noch einmal. Wenn ihr wissen möchtet, wie alle Formen des Verbs sein in unserem Dialekt konjugiert werden, dann schaut euch unseren Short dazu an. Das nächste Wort ist des. Und das meint ganz einfach das. Das ist auch sehr typisch im Dialekt. Wir können zum Beispiel auch sagen, das gefällt mir oder das Video finde ich voll gut. Zum Schluss kommt das Adjektiv schön. Hier waren wir selbst etwas überrascht, dass die Aufschrift schön verwendet. Denn eigentlich gibt es dafür eine Dialektvariante, die sehr typisch ist, und zwar schön. Diese Dialektvariante seht ihr zum Beispiel auch in diesem Beispiel aus einer Wiener Grätzl-Zeitung. Also wir hätten den Satz wahrscheinlich so gesagt bzw. geschrieben. Mai, ist das schön. Und was findet ihr schön? Schauen wir weiter. Beispiel Nummer 2. Hatscher. Das zweite Beispiel führt uns gleich nach Salzburg, und zwar in den Pinzgau. Das ist eine Region im Bundesland Salzburg. Es ist eine Werbung für einen Weitwanderweg im Pinzgau. Und wir sehen hier Pinzger Hatscher. So heißt eben dieser Wanderweg, der in 15 Etappen eingeteilt ist und rund 390 Kilometer durch 6 Regionen im Pinzgau führt. Hier seht ihr die einzelnen Etappen und findet auch mehr Informationen dazu. Und was heißt jetzt Pinzger Hatscher? Vielleicht könnt ihr es schon erraten, was sich hinter Pinzger versteckt. Das meint ganz einfach Pinzgauer, also aus oder von Pinzgau. Und Hatscher ist ein typisches Wort, das wir normalerweise für einen sehr langen und mühsamen Fußmarsch verwenden. Wenn wir also sehr lange zu Fuß gehen müssen, und es uns eigentlich schon zu lange ist oder wir keine Lust mehr haben, ist es typisch, dass wir sagen, na so ein Hatscher oder das ist aber ganz schöner Hatscher. Das sagen wir auch, wenn die Strecke nicht ganz so schön oder spannend ist. Zum Beispiel könnten wir sagen, das sind 10 Kilometer an der Straße, den Hatscher braucht es euch nicht oder. Es gibt auch ein Verb dazu, nämlich hatschen. Das meint genau das Gleiche, nämlich, dass wir sehr lange gehen müssen und der Weg auch beschwerlich oder eben mühsam sein kann. Da könnten wir sagen, jetzt muss ich da 2 Stunden lang hatschen, das gefällt mir gar nicht. Meistens hat Hatscher oder Hatschen also eine negative Bedeutung, weil es sich um einen mühsamen Weg handelt. Im positiven Sinn, wie hier in der Werbung, möchte man mit Hatscher aber nur auf die Länge des Weges hinweisen. Es geht ja ums Weitwandern. Obwohl Wandern auch immer etwas anstrengend sein kann, ist hier Hatscher positiv gemeint. Und was machen wir oft, wenn wir lange hatschen müssen? Genau, eine Pause auf dem Bankerl. Das haben wir auch auf unseren Wanderungen gemacht und das nächste Beispiel entdeckt. Beispiel Nummer 3. Gesetz die her da. Dieses Foto haben wir auch bei unserer Wanderung auf den Traunstein gemacht. Es war tatsächlich ein ganz schöner Hatscher wieder nach unten. Deshalb hat uns die Einladung des Bankerls gefreut. Hier steht, geh, setz dich her da. Wahrscheinlich könnt ihr das schon ganz gut verstehen. Es ist eine Einladung an die Wanderer, sich auf die Bank zu setzen und kurz Pause zu machen. Besonders typisch ist das geh in Österreich. Es kann je nach Kontext und, wie wir es sagen, ganz viele Bedeutungen haben. Hier möchte es die Aufforderung, sich hinzusetzen, einfach verstärken. Wir können es also auch mit komm, also komm, setz dich her, vergleichen.
Die Wörter setz und her sind gleich wie im Standarddeutsch. Bei die sehen wir wieder, wie vorhin bei is, dass wir im Dialekt gern Wörter verkürzen. Aus dich wird also einfach die. Das passiert auch bei ich, das zu i wird, oder mich, das zu mi wird. Wenn euch die Personalpronomen in unserem Dialekt interessieren, schaut euch gleich danach dieses Video dazu an. Darin erklären wir euch alles ganz genau. Und ist euch beim letzten Wort der Kreis über dem A aufgefallen? Das deutet auf die Aussprache hin. Denn in Österreich würden wir zu da immer do sagen. Das A klingt also wie ein O. Das nennt man auch Verdumpfung von A, das in den bayerischen Dialekten sehr typisch ist. Dieser Kreis über dem A deutet also darauf hin, dass wir es im Dialekt wie ein O aussprechen. Zum Beispiel könnten wir dann auch Tag, so oder so schreiben und Dog sagen. Und Wasser wird im Dialekt zu Wasser, das würden wir dann so schreiben. Passt, habe ich verstanden, aber was ist das Oberbei? Alpenverein? Gute Frage. Der österreichische Alpenverein ist ein sehr bekannter Verein für Bergsportbegeisterte. Er ist auch der größte alpine Verein Österreichs und hat über 700.000 Mitglieder. Der Verein hat viele wichtige Aufgaben, wie zum Beispiel die Bereitstellung und den Erhalt der Infrastruktur auf den Bergen. Dazu gehören etwa die Hütten, die Wanderwege oder Kletteranlagen. Der Alpenverein stellt aber auch seine Expertise zur Verfügung und bildet SportlerInnen und Fachleute aus. Wenn euch der Verein näher interessiert, findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link dazu. Wir sagen wie immer danke fürs Dabeisein. Wir hoffen, dass ihr jetzt auch Lust aufs Wandern in Österreich bekommen habt. Schreibt uns gern in die Kommentare, wo ihr schon einmal in Österreich wandern wart und wie es euch gefallen hat. Wir sehen uns nächsten Samstag wieder zu einem neuen Video. Bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch in Österreich doppelt so viel Spaß. Hast du kurz Zeit? Habt ihr eigentlich einen Garten daheim? Ja, wir haben einen großen Garten. Hast, habt, hab, ham. Welches Verb ist das?